Jetzt klappt alles super. Ich hab's kaputt gemacht. Fabio! Komm, Fabio. Komm. Komm. So, viel Spaß. Danke. Hallöchen, Pupillchen, zu einem neuen Video. Heute versuch's mal alleine, ohne Hilfe oder so. Und wir machen Cookies Makery. Das ist auch perfekt, weil, wie ihr seht, bin ich in einer Küche. Okay, machen wir es auf. Ich erschrecke mich immer. Also eine von den dreien kriege ich. Ich hoffe, es ist der Hase. Nee, eigentlich will ich die Katze. Ja, ich will die Katze. Ich hoffe, es kommt die Katze. Oh, ich habe es perfekt aufgerissen. Doch nicht. Perfekt, okay. Ich habe es versucht, ordentlich rauszuholen. Wirklich, ich habe es versucht. Aber guckt euch das mal. Aber guckt euch das mal an. Das ist voll süß. Theoretisch würde das auch voll da reinpassen. Okay. Es war hier so eine komische Packung drin. Hier sind wir erstmal die Anleitung, würde ich sagen. Das ist kein Deutsch. Das ist auch kein Deutsch. Ich habe Deutsch gefunden. Okay, okay. Lesen wir uns das mal durch. Ja. Machen wir es mal auf. Ich brauche mal eine Riesenschere. Keine Ahnung, ich glaube, wir hatten keine andere zu Hause. Was ist eure Lieblingsfarbe? Und wie findet ihr Schule von 1 bis 10? Schreibt mal in die Kommentare. Jetzt verstehe ich das. Guck mal, in der Packung hatten wir so einen cuten Löffel. Dann haben wir noch so eine hellgraue Mischung. So eine Folie. Keine Ahnung, wofür die ist. Werden wir herausfinden. Dann dasselbe nochmal in Pink. Haben wir noch so einen Messbecher. Oh, das ist eine Katze, wie süß. Ich dachte wirklich, das ist größer. Naja, das ist halt sowas. Oh, damit es ein bisschen ordentlicher aussieht, mache ich mal ein bisschen Ordnung hier. So, wir haben zwei Beutel mit Spielzeugzutaten. Haustierform, Spatel haben wir. Messbecher haben wir. So, dann sollen wir das da unten abmachen. So, mach ich mal schnell. Okay. Außerdem erforderlich Wasser und Rührschüssel. Oh nee, ich habe keine Rührschüssel. Dann warte ich mal kurz. Guck, da bin ich wieder. So, dann Wasser. Okay, okay, okay. Leere beide Bäckchen mit den Zutaten in die Schüssel. Öffnen wir die erste Tütchen. Boah. Wartet, warum ist denn das orange? Guck mal, wie orange das ist. Ich hätte gedacht, dass es weiß ist oder halt blau. Ich hoffe, das ist auch nicht orange. Es ist auch orange. Dann steht da, fülle einen Messbecher bis zum Rand mit sauberem Trinkwasser und leere es vorsichtig in die Schüssel. Ich glaube, die meinen das hier. Es ist alles so mini, wirklich. Ich hätte wirklich gedacht, dass es größer wäre. Aber nun ja. Das war zu viel, das war zu viel. Das war zu viel. Verrühre die Zutaten und das Wasser mit dem Spatel. Ich denke immer, es ist Spachtel und lese dann Spachtel anstatt Spatel. Seht ihr es? Das ist ja viel zu wenig Wasser. Weil guck mal, das wird ja hier so bröcklich. Guck mal. Oha! Das riecht ja total gut, aber komm, ein bisschen Wasser können wir noch hier machen. Ich glaube, es war ein bisschen viel. Nee, ich glaube, jetzt geht es. Es sieht aus wie Teig. Es fühlt sich aber auch so an. Und es riecht so wirklich, es riecht wie Brot. 1:1. Ich will es essen. So, die Anleitung, die uns runtergefallen ist, brauchen wir nochmal. Ja. Ich soll es in die Hand nehmen. Oh. Oh, wirklich, ich glaube, ich hätte doch nicht so über sein sollen. Das war, glaube ich, ein Fehler. Egal, das geht schon. Jetzt klappt alles super. Dann soll man das da reintun. Ich glaube, das ist ein bisschen zu groß. Ich glaube, ich bin mit dem Trennen nicht zu spät. Ich bin ehrlich, ich finde das ein bisschen schwer.
So sieht's jetzt aus. Nicht das Beste. Wirklich nicht das Beste. So, dann soll man hier, wie cute. Da ist eine Folie drauf und die soll man jetzt darauf machen. Hoffen wir mal, mein Kuscheltier sieht dann nicht so genauso aus wie das hier, sonst wäre das nicht so schön. So, das soll man jetzt darauf stempeln. Es hat geklappt. Naja, es geht nicht bei mir so. Alles versaut. Holen wir es raus. Ich hab's versaut. Oder doch nicht? Oder doch nicht? Wenn ich einmal was alleine mache. Ja. Guck mal, so soll es aussehen. Meine Bäckerei. Das ist so traurig eigentlich. Der nächste Schritt ist, ich soll... Warte, ich zeig's euch mal. So ein gelbes Ding da ziehen. Hier so ein Ding. Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Ich hab's kaputt gemacht! Ich hatte Glück. Gib den Spielzeugteig in den Ofen. Manchmal das Ding kommt natürlich in den Ofen. Schieße die Ofentür. Drehe das Einstellrad. Okay. Hört ihr das? Ich habe Zeitdruck bekommen. Warte, bis der Timer abgelaufen ist und die Glocke läutet. Öffne die Tür erst nach dem Läuten der Glocke. Das Plüschtier ist jetzt warm. Falls es nicht warm ist, befolge bitte die Anweisung zur Fehlbehebung. Es soll auch Geräusche machen. Also da steht, drücke die Plüschtier, um die Geräusche zu aktivieren. Oh, es soll Geräusche machen. 3 Sekunden drücken, aktiviert, 2 Minuten Wärme. Oh, das ist so süß. Oh, das ist so süß. Es ist da. Es ist warm. Es ist wirklich hier oben warm. Es riecht nach Vanille. Und ich habe den Hasen bekommen. Das habe ich jetzt ganz erst gemerkt. Oh, wie süß. Ich empfehle es euch. 10 von 10. Oh, das ist so süß. Also, falls ihr es noch nicht wisst, das da bekommen. Das ist so süß. So, die eigentliche Frage ist jetzt, wo ist es gelandet und wo war es? Wie ist es da reingekommen? Und wo ist jetzt das andere? Das ist meine Frage. Gucken wir jetzt mal. Das ist wirklich spannend. Okay. Tada! Es war da oben. Es ist einfach runtergefallen. Aber es ist so süß gemacht. Aber ich verstehe halt immer noch nicht, wofür die Tüte ist. Kann mir das jemand erklären? So, meine lieben Leute. Wirklich, ich kann es euch nur empfehlen. Also erstens, es macht super viel Spaß, es zu machen. Zweitens, verwendet nicht so viel Wasser. Drittens, wow, es ist super süß. Es kann warm werden. Es macht super süße Geräusche. Wow, einfach, es ist total süß. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Das war's. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe mir selber die Daumen gedrückt, dass es gut wird, auch ohne Mama. Bitte abonniert mich und kommentiert und lasst ganz viel Liebe da. Und ich hoffe, wir sehen uns später. Nächsten Sonntag. Ciao, Kakao. Muah.